Ich begrüße Sie aus dem Investmentcenter von Hyposuisse Privatbank in Zürich. Den Hoffnungen auf einen langsamen Abschied der expansiven Geldpolitik und damit auf steigende Zinsen gab die Fed kürzlich eine Absage. Entsprechend sind die Zinsen zurückgeglitten, auch in der Schweiz. Jetzt bestimmt der Budgetstreit in den USA das Geschehen. Ich spreche heute mit Patrick Heffeli, Fondsmanager Obligationenfonds Hyposuisse Privatbank, über die internationalen Obligationenmärkte. Patrick Heffeli, welchen Einfluss hat der Budgetstreit in den USA auf die internationalen Zinsmärkte? Der Budgetstreit hat meiner Meinung nach nur einen sehr geringen Einfluss auf die Kapitalmärkte gehabt. Natürlich hat er etwas Unruhe an die Märkte gebracht und die Suche nach Sicherheit hat sich ein bisschen verstärkt. Viel wichtiger war jedoch der Fed-Entscheid von Mitte September. Man hat von diesem Fed-Entscheid erwartet, dass die US-Notenbank beginnen wird, die Anleihenkäufe etwas zurückzufahren. Entsprechend sind vorgängig auch die Zinsen gestiegen. Danach, man sieht das auf der Grafik relativ schön, sind die Zinsen zurückgekommen, weil die Fed das verschoben hat und auch den Ausblick für die erste Zinserhöhung etwas nach hinten genommen hat. Was werden die Folgen sein, wenn sich der US-Kongress bis Mitte Oktober nicht auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze wird einigen können? Die Diskussionen um die Schuldenobergrenze, die werden uns in den nächsten Tagen noch ein bisschen verfolgen. Ich gehe aber davon aus, dass man sich im US-Kongress rechtzeitig einigen wird und man eine gute Lösung finden wird. Falls dies nicht der Fall sein würde, bedeutet das, dass der US-Staat die Ausgaben nicht mehr vollständig tätigen kann. Das könnte beispielsweise auch heißen, dass bei den US Treasuries die Zinsen nur verspätet bezahlt werden können und hätte dann de facto einen vorübergehenden Default, also einen Zahlungsausfall zur Folge. Für die Märkte bedeutet dies, dass sicherlich die Aktienmärkte und auch der US-Dollar sehr, sehr stark unter Druck kommen würden. Bei den Zinsen ist es so, dass die Sicherheit dann wieder gefragt sein würde und entsprechend die Zinsen zurückkommen würde. Gehen Sie davon aus, dass die Fed den Einstieg in den Ausstieg der mengenmäßigen Lockerungen ankündigen wird, sobald die politischen Fragen geklärt sind? Solange die Probleme in den USA noch vorherrschen werden, wird die US-Notenbank sicherlich nichts machen. Ich gehe aber davon aus, sobald diese gelöst sind, dann wird man den Ausstieg aus der sehr expansiven Geldpolitik vollziehen müssen. Ich rechne damit, dass wir eine erste Reduktion der Anleihenkäufe in diesem Dezember oder spätestens Anfang des nächsten Jahres sehen werden. Was bedeutet das für den Zinsausblick in der Schweiz? Ich gehe davon aus, dass wir die sogenannte Zinswende auch in der Schweiz bereits gesehen haben, dass wir also nicht mehr so tiefe Zinsen sehen werden wie beispielsweise noch zu Beginn des Jahres. Das heißt, ich rechne mit einem langsamen Anstieg der Zinsen. Für 10-jährige Eidgenossenanleihe gehe ich davon aus, dass wir per Ende Jahr etwa bei 1,2% liegen werden. Das Emissionsvolumen am Schweizer Kapitalmarkt hat in den letzten Tagen und Wochen zugenommen, das bei leicht steigenden Zinsen. Wie interpretieren Sie das? Man sieht daran sehr schön, dass auch die Unternehmen nicht mehr davon ausgehen, dass die Zinsen noch weiter sinken werden. Auch sind die Kreditaufschläge für Unternehmensanleihen sehr stark zurückgekommen in den letzten Tagen oder Wochen. Von dem her ist es für Unternehmen momentan sehr ideal und interessant, um weiter Geld aufzunehmen. In den letzten Wochen aufgefallen sind beispielsweise Credit Suisse und Swiss Re, die beide Anleihen aufgelegt haben mit Coupons von 6 und 7,5%. Allerdings gibt es da natürlich zusätzliche Bedingungen bei diesen Anleihen. Ist das was für Privatanleger? Anleihen mit Coupons von 6 oder sogar 7,5%, die ziehen in der aktuellen Zeit natürlich die Aufmerksamkeit auf sich. Man sieht an diesen hohen Coupons aber auch, dass da noch irgendwelche zusätzlichen Risiken vorhanden sein müssen. Wenn man die Swiss Re-Anleihe beispielsweise etwas genauer ansieht, dann sieht man, dass diese einen bedingten Kapitalverzicht beinhalten. Das heißt, bei gewissen Auslösern heißt das einen Totalabschreiber der gesamten Obligation. Hier wäre es beispielsweise die Solvabilitätsrate, wenn sie unter 135% zu liegen bekommt, also die Eigenkapitaldecke sehr, sehr dünn ist. Oder auch ein Wirbelsturm ist da noch mit eingeschlossen. Also wenn es einen Wirbelsturm mit einem bestimmten Schadenshöhe geben würde, dann würde das Kapital komplett abgeschrieben. Für mich heißt das, dass so die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis abzuschätzen sehr, sehr schwierig oder fast unmöglich ist und das entsprechend ganz sicher nichts ist für Privatinvestoren. Auch ausländische Emittenten waren zuletzt sehr aktiv. Wie analysieren Sie dieses Segment? Bei ausländischen Schuldnern ist es sehr wichtig, dass man neben der Qualität des Unternehmens auch immer die wirtschaftlichen Aussichten des jeweiligen Landes mit in Betracht zieht. Man hat das beispielsweise gesehen bei Brasilien in den letzten Wochen.
Brasilien ist sehr, sehr stark unter die Räder gekommen und auch die Unternehmensanleihen brasilianischer Unternehmen haben stark gelitten, obwohl die Unternehmen eigentlich gut aufgestellt waren. Also beispielsweise bei einer Petrobras hat man das sehr gut sehen können. Im Frühling hatten Sie Obligationen in Euros und australischen Dollar empfohlen. Bleiben Sie bei dieser Einschätzung? Ja, also ich empfehle das einem Anleger, der eine gewisse Mehrrendite gegenüber Schweizer Franken-Obligationen sucht, noch immer. Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen, dass da gewisse Währungsrisiken vorhanden sind, die man nicht außer Acht lassen darf. Wenn man diese Anlagen ansieht, wie sie performt haben seit dem Frühling, dann sieht man, dass ein Anleger, der Euro-Obligationen gekauft hat, gegenüber Schweizer Franken etwa 3,5% besser abgeschnitten hat. Auch Obligationen in australischen Dollar haben grundsätzlich besser rentiert als in Schweizer Franken. Allerdings hat uns dort die Währung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der australische Dollar ist etwa um 13% gegenüber dem Schweizer Franken eingebrochen und hat eigentlich diese Mehrrendite sofort wieder weggemacht. Es zeigt also sehr schön, solche Anlagen sind nur geeignet für Anleger, die sich längerfristig positionieren möchten und die sich auch solche Währungsschwankungen, aussitzen können. Patrick Häfeli, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank.